Hallo zusammen. Wir wollen in Zukunft noch mehr darauf achten, dass Information und Meinung wieder deutlicher gekennzeichnet sind. Die Infos beziehen sich meist auf Quellen der öffentlich-rechtlichen Medien. Unsere Meinung stellt den genannten satirisch gemeinten Blickwinkel dar. Wie der eine oder andere das als Satire einordnet, ist ihm selbst überlassen. Und nun zur ersten Meldung. Die Bundeskanzlerin hat in einem Statement im Rahmen einer Klausurtagung der CSU Folgendes verkündet. Sie nahm zu den Ereignissen in Washington Stellung. In einer Demokratie gibt es Grundregeln, meinte sie. Eine davon sei, dass es bei demokratischen Wahlen Sieger und Verlierer gibt. Diese Tatsache anzuerkennen sei eine Frage von Anstand und Verantwortungsbewusstsein. Da Trump Einwände gegen die US-Wahl aus Gründen, die wir hier nicht nennen dürfen, da sie gegen die Richtlinien verstoßen könnten, erhoben hat, trage er, Trump, eine Mitschuld an der demokratiefeindlichen Erstürmung des Kapitols. Im gleichen Sinne äußerten sich unter anderem Bundesaußenminister Maas, Bundespräsident Steinmeier und Berlins regierender Bürgermeister. Wir meinen, sie alle voran die Bundeskanzlerin haben in diesem Zusammenhang sicher die Ereignisse um die Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten vergessen. Ramelow, der zunächst seinen Gegenkandidaten von der FDP in demokratischer Abstimmung unterlegen war, rannte heulend aus dem Plenarsaal direkt zum Telefon, um Mutti anzurufen. Daraufhin wurde er später dann doch noch bestätigt. Frau Merkel, wahrlich zweifelsfrei, ein großes Zeichen von Anstand und Würde. Nächste Meldung. Präsident Donald Trump hat gestern Nacht ein weiteres Statement zur aktuellen Situation abgegeben, nachdem er und auch sein Sohn Donald Trump Jr. während der Erstürmung mehrfach öffentlich zur Ruhe und gewaltfrei aufgerufen haben, sagte er gestern, dass er und seine Administration die Machtübergabe ordnungsgemäß durchführen werden. Weiter sagte er, bezugnehmend auf seine Sperre bei Facebook, Twitter und anderen Plattformen, dass die Zensur in den Medien eines der größten Probleme seines Landes wären. Soweit uns bekannt ist, gibt es keine Stellungnahme unserer Politiker zu diesen Aussagen. Wir meinen, erstens, dieses Verhalten von Merkel und Co. ist nicht unbedingt ein Zeichen von Anstand und Verantwortungsbewusstsein und zweitens, Donald Trump sollte, solange er im Amt ist, noch die eine oder andere richtungsweisende Maßnahme ergreifen, um die Beseitigung eventueller Missstände zu erzwingen. Welche Maßnahmen da verfassungsgemäß noch zur Verfügung stehen, ist uns nicht in vollem Umfang bekannt. Dies würde der Demokratie und den Bürgern in den USA gegenüber von Anstand und Verantwortungsbewusstsein zeugen. Vielleicht könnte er, wie einer seiner berühmten Vorgänger, George Washington, mit den Seinen dem Feind entgegensegeln. Wenn er aus dem Amt scheidet, könnten klärende Maßnahmen im Sande verlaufen. Schönen Dank fürs Zuhören, bitte einen Daumen nach oben, abonnieren und verbreiten. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt gelassen. Tschüss.